Herzlich willkommen beim BFC TV. Diesmal zu Gast Sven Franke, stellvertretender Jugendleiter des BFC Dynamo und Leiter des Feriencamps. Sven, die Ferien stehen vor der Tür. Was genau bietet der BFC in diesen Sommerferien an? Ja, wie gewohnt bieten wir wieder unsere Feriencamps an in den Sommerferien. Dort werden wir in den ersten beiden und in den letzten beiden Wochen unsere Camps durchführen. Wir bieten regelmäßig 2 Trainingseinheiten pro Tag an. Ja, zwischen den Trainingseinheiten stellt sich die Frage, gibt es da was zu essen oder gehen die Kinder wieder nach Hause? Natürlich gibt es was zu essen. Das ist eine sehr ausgewogene Ernährung, die wir zum Mittag anbieten. Die stellen wir dann mit den Köchen zusammen, sportlergerecht natürlich, sodass dann alle Mädels und Jungs, die daran teilnehmen, sich dann auch ordentlich kräftigen können. Ja, das Wort ordentlich hast du ja gerade schon genannt. Wie sieht es denn aus? Gibt es auch wieder die beliebte einheitliche Trainingsbekleidung? Natürlich, die gibt es wieder. Wir bieten pro Durchgang immer die Einkleidung der Kinder an. Das heißt, sie bekommen Trainingsjacke, Trikot, Hose, Stutzen, womit wir dann natürlich auch ein ordentliches, einheitliches Auftreten gewährleisten können und die Jungs und Mädels sich auch in der Gemeinschaft wohlfühlen können. Ich gehe davon aus, dass der Spaß im Vordergrund steht und nicht der typische Trainingsernst. Ja, wir finden oder versuchen, ein ordentliches Mittel zu finden zwischen einer guten Trainingseinheit und auch dem Spaß. Das soll natürlich definitiv nicht zu kurz kommen. Wir bauen unsere Trainingseinheiten in der Woche so auf, dass dann etwas ruhig angefangen wird, etwas mit dem Ball gearbeitet wird und dann in die normalen Trainingseinheiten gegangen werden kann. Du hast auch das Wort Spaß gerade genannt. Was kostet denn der Spaß pro Woche? Der Spaß pro Woche kostet 139 Euro für die Ersteinnahme, wo dort auch schon die Einkleidung mit dabei ist. Das heißt, die Teilnehmer können dann natürlich ihre Einkleidung behalten. Wenn die Kinder das zweite oder dritte Mal kommen, was natürlich auch sehr viele Kinder machen, dann können die mit 109 Euro am Camp teilnehmen und haben natürlich ihre Sachen schon dabei. Ich habe gehört, dass jetzt auch neu ist, dass es eine Kooperation mit einer Krankenkasse gibt. Kannst du dazu etwas erzählen? Ja, natürlich. Da freuen wir uns besonders, dass wir die Möglichkeit bekommen, für Teilnehmer oder Mitglieder der BKK-VBU, der Krankenkasse, das Camp gesponsert bekommen von der Krankenkasse. Die zahlen oder übernehmen die Kosten bis 129 Euro. Dort kann sich jedes Mitglied der BKK an uns wenden oder an die Krankenkasse und wird dann entsprechend der Betrag, den sie dann bezahlt haben, ausgeglichen. Ja, das hört sich doch wunderbar an. Mehr Informationen dazu im Internet unter bfc.com. Viel Spaß!